Oh ja, liebe Leute, willkommen wieder zurück, auch auf YouTube. Nach einer Streampause sind wir nun hier wieder zurück, laden alles. Wir sind gerade dabei, was haben wir denn? Genau, Punchline Revenge, dies, das, das, alles. Wir müssen zuerst mal versuchen. Wir müssen wahrscheinlich noch, bitte, bitte, neues Spiel, nein, 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 wir müssen wahrscheinlich noch was forschen, ne? Genau, das Erweiterungspaket, Alter, wir brauchen noch so viel für ein Erweiterungspaket, oh Gott. Dafür müssen wir ein neues Spiel entwickeln, super. Das lassen wir so, wie es ist. Ich hoffe, wir hauen einfach... Was haben wir denn so? Fortsetzung entwickeln. Hey, Punchline Revenge kam nicht so gut an beim letzten Mal. Endlich Fantasie... Ich glaube, wir müssen auf Endlich Fantasie 7, also Endlich Fantasie 8 machen. Endlich... Fantasie 8. So. Ich hoffe, wir können da irgendwie was raushauen. Diesmal machen wir es so, dass es ein Rollenspiel-Strategiespiel ist. Diesmal achten wir drauf. Nehmen alle wichtigen Plattformen mit. Xbox, PlayStation und PC. Da machen wir kein MMO, das wäre sonst zu viel. Kostet so schon allein 4,4 Millionen. Naja, wir müssen aber. Wir brauchen es halt unbedingt. Wenn wir es halt unbedingt brauchen, dann sollten wir halt auch darauf achten, dass wir das halt auch hinbekommen. So, wir haben ein Rollenspiel-Strategiespiel. Das finde ich... Story-Quest ist recht wichtig. Gameplay... Ja, so, ne? Rollenspiel, Strategie... Wieso sagen... So, von der Dings her passt alles. Von der Engine her könnte man vielleicht ein bisschen mehr haben wollen. Oder auch weniger. Also wir lassen das noch mit drin mit grundlegender Physik. Oh, eine grundlegende... Ey, grundlegende Physik brauchen wir nicht. Video-Wiedergabe wäre nicht schlecht bei einem Final Fantasy-Dings. Ich meine, endlich Fantasie. Ist ja klar. Komm, da sind wir nicht ganz komplett fertig mit, aber es sollte doch trotzdem, glaube ich, klappen. Auch wenn es nur zu 91% am Ende ist. So. Sofort ausdingsen. Die Facecam ist auch hell genug. Ja, passt. Habe ich auch schon hell genug eingestellt. Hallo. So. Ein Hype haben wir. Ein bisschen. Das ist klar, ja, heutzutage. So viele Fans, wie wir haben. Wir haben 726.000. Wow. Hallo, ich bin Roland Keynes von Smash. Aha. Was ist hier? Aha. Wir sind diesmal bescheiden. Ich will diesmal nichts übertreiben. Auch wenn endlich Fantasie eigentlich immer sehr gut ist, bisher. Aber da möchte ich nicht zu extrem sein. Laborbericht. Chef, unsere Forschungen bezüglich von AAA-Spielen sind abgeschlossen. Wir können nun beginnen, AAA-Spiele zu entwickeln. Für ein AAA-Spiel benötigt man gut ausgebildetes Personal und am besten setzt man auf Spezialisten in verschiedenen Bereichen der Entwicklung, um sicherzustellen, dass das Team beste Arbeit leistet. An der Stelle von AAA-Spielen können wir außerdem die... F&E-Abteilung nutzen, um eine spezielle Marketingkampagne zu starten, die den Hype um unser Spiel anheizen wird. Aha. Und dann die Zinsen. Machen wir das mal mit der Hardware. So, mal sehen, was wir da raushauen können aus diesem Game. Endlich Fantasie. Was weiß ich, wie das... Künstliche Intelligenz. Dialoge sind sehr wichtig. Das haben wir beim letzten Teil ein bisschen verkackt. Würde ich sagen, ist das so vielleicht richtig? Ich glaube, so kann man sagen. Sollte dann sehr gut sein. Hoffe ich einfach mal. Hype haben wir bisher nur 22, 23. Haben wir jetzt nicht so den Mega-Ultra-Hype-Train. Aber ist ja auch jetzt nicht schlimm. Aber passiert halt mal, ne? So.
300, da, hier und das. In der letzten Entwicklungsphase können wir noch mal ein bisschen Vollgas geben. Das ist nicht schlecht. Sound. Sollte genügend gut sein. Spielweltdesign sollte auf jeden Fall passen. Dann so. Dann sollte das auf jeden Fall passen. Ich hoffe, das wird endlich mal wieder ein gutes Spiel. Du haust dir noch einen Boost rein. Ich weiß, da haben wir... Dass über Punchline Revenge sich überhaupt noch so arg hält, nur von MMO-Style her. Das ist fast schon ein Wunder. Oh, wir können sogar noch einen großen Messestand machen. Oh, wäre nicht schlecht. Dann haben wir nochmal einen Mega-Hype. Machen wir hier nochmal eine Marketing-Kampagne. Nämlich... Eine kleine Kampagne nochmal. Dann hoffentlich irgendwie passen. So, ja, alte Spielengine. Ja, die. Oh. Ja, verschenken wir trotzdem. Man hat am Ende eh keinen negativen. Aha. Chef und so. Aha. Oder mit positiven. Aha. 20.000 Fans mehr. Yeah. Okay, mal sehen. Wir sind auf der Spielmesse eigentlich immer sehr gut vertreten. Endlich mal wieder ein richtig gutes Spiel, hoffentlich am Laufen. Ja, über eine Alter. Wurde das schon wieder zum besten Messerstand. Uiuiui. Na, ja, und das Gute ist, halt mit dem Messerstand haben wir halt... New Sports will ich am besten. Aber wir können ja gleich in die Forschung reingehen. Ich hoffe, dieses Spiel wird gut. Oh, das verkauft sich gar nicht mehr. Wir brauchen auf jeden Fall ein neues Add-on. Aber ich will halt New Sports halt nicht, ne, wegdingsen lassen. Das ist hoffentlich auch verständlich. Na, die haben noch... So, jetzt. Neuer Rekord. Mal hoffen, dass das ein gutes Spiel wird. Gleich veröffentlichen. Orchestraler Soundtrack. In Urlaub schicken... Okay, mal gucken. Das ist gut, dass schon mal eine 8 da ist. Jetzt kommt am besten noch eine 9. Oh, das war knapp an der 7, Alter. Nein. Bitte jetzt noch eine 9 oder so. Okay, das ist also so eins. In Urlaub schicken. 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 Du forschst hier an Erweiterungspaketen. Dann könnten wir da auf jeden Fall was raushauen. Nachrichten. Heute wurde... Aha. Wie viel wurde denn verkauft? Endlich Fantasie... Ja, gut. Geht. Geht. Aha. Wir haben wieder ein bisschen... Gut, gut, gut. Wir machen wieder Geld mit dem Game. Haben wir. Jetzt können wir Add-ons entwickeln. Können wir auch eine eigene Engine noch entwickeln? Synchronsprech. Ja, lohnt sich nicht. Dann sollten wir am besten eigentlich ein Add-on gleich entwickeln. Für New Sports vor allen Dingen. Da sind alle da. Gut, Add-on entwickeln. Für New Sports. Natürlich ein großes. Simulation für New Sports. Das nennen wir einfach New Sports. Sports Plus, würde ich jetzt mal so sagen. Plattform. Natürlich bleiben wir nur auf der Plattform. Wir sind da so krass. Und ja. Man könnte da rübergehen, aber lohnt sich nicht aus unserer Sicht. Wir bleiben da einfach mal treu. Wir gehen da dabei nicht den Weg, der alles abzugreifen, was nur geht, sondern den Weg, wie ja, eine gewisse andere Firma das auch macht. Muss man so zu sagen. Wir wissen, das ist nicht so wichtig natürlich, Story und Quest. Wir wollen trotzdem da alles so haben, so wie es geht. So. So, Louis Newton, du kannst hier noch ein bisschen dingsen. Ich hoffe, dass wir da mit dem Add-on dann wenigstens New Sports wieder rausbringen können. Dann vielleicht noch Punchline Revenge. Dann glaube ich, bleiben wir vielleicht zuerst mal bei unseren MMOs. Ist vielleicht nicht schlecht. So.
Bin Skype online, ich Idiot. Soll ich mich vielleicht auch beschäftigt machen? Fällt mir so vielleicht so mal nebenbei ein. Warum denn nicht, ne? Okay, dann gehen wir bei den Dialogen so weit. Da, so. Level Design scheint ja wichtig zu sein. So. Jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Können wir weitermachen. So. Okay, ein bisschen verworfene Frames hatte ich wahrscheinlich beim Hochladen. Ich sehe, da hatte ich ein bisschen was. Aber das ist ja in der Zwischenzeit stabil. Und ja. Selber schuld, Miu. Selber schuld. So. Spielweltdesign kann runter. Grafik und Sound sollen wichtig sein. Spielweltdesign, dann mache ich vielleicht das hier weg. Eine detaillierte Hintergrundgeschichte brauchen wir vielleicht da nicht. Das stimmt. Also etwas. Ich hoffe, dass das Add-on gut wird und dass dann wieder nur Sports wieder ein bisschen nach vorne kommt. So haben wir sonst echt ein bisschen Verluste einzuheimsen. Und wenn halt wenigstens das Add-on gut wird. Bei Punchline Revenge bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, das werde ich wahrscheinlich vom Markt nehmen, auch wenn das noch zu früh ist. So. Oh, 41. Oh. Vielleicht ein bisschen noch Marketing, wie eine kleine Kampagne noch hinterherhauen. So. Noch ein bisschen mehr Hype. Aha, unsere Forschung ist ab. Oh. Ist sicher nicht billig. Aha. Bevor wir dann denken. Ah, wir brauchen Tee. Ja, ja, stimmt. Dich, oder? Ja, du bist dann schon. Ja, Technologie-Spezialist. Oh, können wir gleich machen. Uiuiui. Wir können theoretisch jetzt schon unsere eigene Konsole dingsen. Ui. Machen wir das ja auch noch. Weil wir genügend Geld haben. Besser jetzt als nie. Okay, da gibt's noch ein bisschen was. Ah, ein neuer Bug. Gut. Jetzt sind hoffentlich so gut wie alle Punkte. Oh. Hoffentlich scheint das gut zu sein. Wir haben diesmal auf Qualität geachtet, haben so extra abgewartet, bis das wirklich richtig gut ist. So, dich trainieren wir auf den Technologiespezialisten. Erste Bewertung. Das ist schon mal eine 8, das ist gut. Wir machen nicht mehr die Meister-Games, aber wir halten uns wenigstens, das ist das Wichtigste. Damit kann man wenigstens, ja, wenigstens wieder solche Bewertungen, damit kann man wenigstens wieder was raushauen. Ich liebe es, habe es tagelang gespielt, bla bla blubber Phasen. 7,75, damit kann man halt schon eigentlich was anfangen. So. Vielleicht ein bisschen Auftragsarbeit finden, ja. Komm, machen wir. Ein bisschen mal wenn dessen. Ja, warum denn nicht? So. Kommen wir auch gleich ein bisschen Forschung mit dazu. So, 30.000 auf unser Konto. Aha. Kleiner Messestand. Was, schon wieder? Game Convention. Auch wenn diesmal nur einen mittleren. Wir haben da eh nichts am Laufen. Wir sollten eigentlich deswegen gleich ein neues Add-on. Aha. Sound für die. Aha, Sound scheint das sehr wichtig zu sein. Aha, künstliche. Aha. Gut. Jetzt können wir eigene Hardware-Labor öffnen. Noch nicht. Wahrscheinlich können wir das dann einfach hier, oder? Add-on, neues Spiel entwickeln. Hä? Können wir nicht einfach? Fortsetzung? Bescheid. Sonst ist da links. Ich wollte es halt jetzt nicht gleich sofort dingsen. Aha. Wir können also nicht gleich sofort rübergehen. Ein bisschen schade. Also wenn wir theoretisch wollten, dann müssen wir wahrscheinlich abwarten, bis da irgendwas wieder getriggert ist. New Sports geht natürlich wieder weiter nach oben. Sagen wir so, wir entwickeln auch ein Add-on. Ich glaube Punchline Revenge nehmen wir vom Markt. Vielleicht ein bisschen zu früh, dass wir das rausgenommen haben, aber... Das
So schön gemacht. Aha, Revenge von Magnum. Das Spiel war 23 Monate, das geht ja noch. Ja, Punch-Man Revenge war nicht sehr profitabel, ja. Yep, das war's. Ja, das ist wenigstens gut, dass sie wenigstens noch das New Sports haben. Das stimmt. Es geht ja noch. 1 Million Einheiten, 15 Millionen, na, geht. Ich will dann lieber mich auf New Sports ein bisschen konzentrieren. Das ist ja ein bisschen wichtig. New Sports Plus. Wir sind immer noch auf Platz 28 mit dem mittleren Stand. Wow. Ich glaube, jetzt machen wir wieder eine neue Fortsetzung. Von Rollstuhlfahrer, ja, das wäre ein bisschen Zeit wieder, einen neuen Rollstuhlsimulator zu machen. AAA, können wir vergessen. Oder sollen wir was ganz Neues probieren? Ja, AAA, da müssen wir uns davor erstmal spezialisieren, das ist halt das. Müssen wir davor nochmal... Boost. Komm, machen wir es mal. Ein paar Boost-Trainingsdinger. Auftragsarbeit finden. Machen wir kurz mal währenddessen. Ich meine, warum denn nicht? Nee. Auftragsarbeit kann man hier und da immer gut gebrauchen. So. Oh. Technologie. Oh. Kriegen wir ja richtig hart auf die Fresse wahrscheinlich. Oder doch nicht? Nee, gerade so noch. Gut. Auftragsarbeit. Wir halten es gerade so bei 44 Millionen. Wir brauchen noch Umsätze, die gut genug sind. Das ist wichtig. Müssen gucken. Wahrscheinlich müssen wir sehr bald schon wieder bei New Sports was reinhauen. Boah, die Instandkosten werden immer extremer. Ja, ich glaube, wir müssen gleich ein neues Add-on da entwickeln. Wir wollen das ja noch, soweit es geht, pushen. Weil ich will nur Sports wenigstens noch eine Zeit lang halten. Aber wenn ich so sehe, wie viel das so ist, dann... Naja. Ach komm, entwickeln wir mal ein neues Add-on. Für nur Sports. AAA könnten... 40,4 Millionen. Ja, alles klar. Warum denn nicht? Uiuiui. Als letztes hatten wir New Sports Plus, dann machen wir New Sports. New Sports Resorts. So. Das ist natürlich ein Simulationsspiel. Man könnte theoretisch ein neues Genre mit reinnehmen oder einfach auch alles wegklicken, genau. So wie ich. New Sports Resorts. Dann nächstes Mal halt so. Spielengine natürlich, die Oshi Engine 5.0. So, dann dies. Jetzt haben wir noch zwei zusätzliche Booster. Also da können wir, glaube ich, ein bisschen noch was raushauen. Mit ein paar Boosts. Ist in der Zwischenzeit Story und Quests sind nicht so wichtig. Wir gehen da ein bisschen weniger und gehen dann lieber auf andere Sachen. Ein bisschen mehr ein. Dann lass du mal boosten. Irgendwann dürfen die anderen auch mal mitboosten. Die so richtig gut sind. Vielleicht sollten wir auch irgendwann mal neuere integrieren, weil die halt zum Teil nicht mehr so die Werte haben. Microsoft hat so ein sehr neues Tablet vorgestellt, mit dem Grapples GR-Pad einen riesigen Marktanteil streitig machen will. Das M-Pad hat ein ausgeklügeltes Cover mit einer integrierten ultradünnen Tastatur. Das Tablet selber hat ein Breitbild-Display und einen integrierten Aufsteller. Das M-Pad scheint eine Kombination aus einem traditionellen Notebook und einem Tablet zu sein und verspricht, den Markt in Bewegung zu bringen. Das neue Produkt ist ab Anfang nächsten Jahres auf dem Markt erhältlich. Aha. Ja, wir akzeptieren. Aha. Schwerpunkt in Sportsimulation. Schwerpunkt in... Wenn ein Spielweltdesign. Oder? Wir werden es sehen. Aha. Okay, die sind anscheinend nicht der Meinung. Ja gut. Was kann ich dafür? So, das passt uns alles. Das passt hier auch alles.
Wir können jetzt unser eigenes... Ja, okay, machen wir es einfach mal, wenn dessen. Aha. Konsol entwickeln, aha. Ist ein Kostenspiel. Ist nicht ein Heuer, sondern mit zusätzlich... Genau, stimmt ja auch noch. Wenn du eine Konsole entwickelst, kannst du selber entscheiden, wie sie aussehen wird und die technischen Eigenschaften wie auch das Budget der Qualitätssicherung festlegen. Je ausgeklügelter die Technik ist, desto besser wird die Konsole gegen konkurrierende Produkte abschneiden. Je mehr Budget für die sich Qualitätssicherung in Reserve gehalten wird, desto besser wird die Qualität der Konsole sein. Willkommen in unserem eigenen Hardware-Labor. Hier werden wir unsere eigene Konsole herstellen. Bevor du beginnst, solltest du viel Geld auf dem Konto haben. Eine Konsole zu entwickeln ist nicht billig. Wenn du bereit bist, klicke einfach auf den Bildschirm, um das Aktionsmenü aufzurufen. Ziehen wir uns, glaube ich, lieber erst in Zukunft rein. Lieber machen wir ein neues Add-on, um vielleicht irgendwie mit der Zeit da wieder noch was rauszuhauen. Sounds sind ja recht wichtig, das ist klar. Spielweltdesign nicht so... Dann chillen wir und machen das lieber so, wie wir es kennen. So. Nintendo hat verraten, dass sein neuestes Gerät im Markt der Next-Gen-Konsolen... Wii heißen wird, also die Wii U. Die neue Konsole hat einen Controller mit eingebautem Display. Ah, so weit sind wir also. Die soll Multiplayer-Spiele zu Hause interessanter machen, da jeder Spieler einen eigenen Bildschirm hat. Nintendo war immer als erster mit neuen Innovationen auf dem Markt. Und diese Konsole scheint wieder einmal ein mutiger Schritt zu sein. Die Wii U soll im Laufe des nächsten Jahres verfügbar sein. Ui. Ach, habe ich keine Ahnung, was da so auf uns zukommen wird. Na, eigentlich schon, aber... Sehen, ob da aus dem Game noch was wird. Das sieht nicht so gut aus. Ah, wir können auch aus dem FE-Labor eine eigene Spielemesse machen. Okay. Jetzt ist es also soweit. Mal sehen. Wir warten noch ab für die Zusatzpunkte. Weil wir nicht so wie EA sind. So wie immer mein Paradebeispiel. Hey. Nein! Ah, egal. Wir werden ja sehen, was daraus wird. Ein kleiner Bug wird doch hoffentlich das Spiel jetzt nicht total kaputt machen, oder? Hallöchen, Sambolios. Ja, Nintendo. Nintendo. Ja, dieses Game hat ja nicht die Lizenzen, deswegen Nintendo. Hallöchen auch an dich, in Stream-LP. Auch wenn jetzt nicht gerade so extremst viel los ist, wie man sieht, diesmal. Aber passiert. Heute wurde die neue Plattform M-Pad von Microsoft veröffentlicht. Wir haben erste Bewertung behalten. Immerhin noch eine 8. Okay. Oh. Oh. Das ist ja sogar gut, wenn eine 9 mit drin ist. Oh. Sport und Simulation ist eine sehr gute Kombination. Wir können endlich unsere New Sports weiter vorhalten. Ich glaube, wir werden aber danach später rübergehen auf die Wii U.